Tipp Nummer eins wäre, überhaupt nicht auf andere zu hören, sondern das zu machen, was das Herz einem rät. Das mag in dem Moment vollkommen schräg wirken, weil das Umfeld das nicht versteht. Vielleicht ist man nur auf dem falschen Spielfeld, vielleicht ist man aber sogar vor seiner Zeit. Da muss man da durch. Und nur, das kommt dazu, nur wenn man macht, was das Herz einem rät, wird trotzdem der Erfolg nicht wie Manna vom Himmel fallen. Das heißt, harte Arbeit gehört dazu. Die harte Arbeit tut einem aber nicht weh, wenn man macht, was man will. Deswegen sagt man auch hier bei einer Show nicht, wir arbeiten die Show, sondern wir spielen die Show. Also ganz platt gesprochen, 90% der Arbeit sind der Weg auf die Bühne. Und auch auf der Bühne des Lebens ist es ähnlich. 90% der Arbeit, die den Erfolg macht, sieht keiner. Und alle die, die nicht auf dem Niveau Erfolg machen, verstehen überhaupt nicht, was du leistest. Das heißt, alle, die einen dafür auslachen und sagen, das musst du nicht, du kannst es einfacher oder hier ist der sichere Platz, die haben keine Ahnung. Ich würde eher sagen, geh weg von sicher, sicher gibt es nicht. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.